Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. So, was wollen wir denn heute machen? Ich glaube, wir nehmen dich mal. Ja, das machen wir. Hohohoho. Ein Planetarium direkt auf der ersten Ebene. Sieht man auch nicht so oft. So, wo wollen wir hin? Wir wollen Lamp und Satan auf jeden Fall machen. Und mal schauen. Mal schauen, ob wir schnell genug sind. Wäre natürlich cool, wenn wir schnell genug sind und Boss Rush oder sowas erledigen können. Au. Aber mal abwarten. Oh mein Gott, komm. Weg mit dir. So. Tarnished Judas. Ein Char, den ich, keine Ahnung, nicht so sehr mag. Allgemein die Tarnished Chars. Es ist lustig und interessant mit ihnen, aber ich bin nicht so der größte Fan von ihnen. So, was haben wir denn hier drin? Nice. Auch nice. Aber wir haben keine Bombe. Bombe sage ich, wir haben keinen Schlüssel. Da ist auch nichts. Super. Einzige, worauf wir hoffen können, dass im Shop vielleicht noch ein Schlüssel für das Planetarium ist. Der natürlich 5 Cent kostet. Scheiße. Kann ich mir nicht leisten. Komm schon. Okay, easy. Ich will noch mal gucken. Komm schon. Shit. Ich komme echt nicht an das Planetarium ran. Ärgerlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Oh, yes. Damage up. Damage up ist natürlich sehr gut. Sehr wichtig. Spinnen geht weg. Nice. Secret Room. Leider nichts drin. Schade ein bisschen.
Ernsthaft. Kommt dieser blöde Miniboss hier. Au. Fuck it. Na ne, ich drück nicht auf den Schalter. Die Schalter sind nie eine gute Idee. Speed up. Nicht schlecht. Ja, gucken wir mal rein. Extra clones for each phase. Phase 1, 5. Okay, nehmen wir mal mit. Gucken wir mal, ob wir mit Birthright irgendwas anstellen können. Heißt rein theoretisch, ich muss auf Devil Deals gehen. Nice. Okay, Devil Deal. When dead, respawn as Dark Shooters with a... Wir nehmen dich mal mit. Wir nehmen dich mal mit. Dich mal mit. Wir nehmen alles mit. Okay. Jetzt sollten wir extrem stark sein. Jetzt sollten wir wirklich extrem stark sein. Hallo? So. Restock-Automaten, auch nicht schlecht. Telepille? Okay. Hat mir nichts gebracht. Da ist der Boss. Oh mein Gott. Die sind so fucking stark. Okay. Weiß ich zwar nicht, bringt mir eigentlich nichts, der Little Chat da, aber gut. Nehmen wir mal erstmal mit. Au. Ich muss vorsichtig sein, ich habe nicht mehr so viele Leben. Ich meine, ich kann ja ruhig mal sterben und dann als Dark Judas wiederkommen und so. Ist ja alles kein Problem, aber...
Nein. Perfekt. Alles gut. Lief alles nach Plan. Oh mein fucking Gott. Okay, haben wir einfach Homing Tears bekommen. Auch nicht schlecht. Nee, das will ich nicht. Ah, ich weiß nur nicht, wie das war. Je weiter die weg sind, desto mehr Schaden machen die Schatten. Je näher die dran sind, desto weniger Schaden machen die. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So. Vielleicht sind wir echt schnell genug, um Boss Rush mitzunehmen. So, wenn ich nur irgendwie den Weg zum Boss mal finden würde. Oh, den Shop müssen wir auf jeden Fall auch einsammeln. Wir haben so viel Geld. Lohnt sich einfach in den Shop zu gehen. Nice, weg mit euch. Was haben wir hier? Nein, nein, nein. Ja. Oh mein Gott, sehen wir gefährlich aus. Okay, jetzt brauche ich mir wenigstens keine Sorgen mehr wegen irgendwelchen Explosionen machen. Ab und zu werden mal ein paar Projektile abgewehrt. Mega gut. Können wir auch noch mitnehmen. Mehr Loot aus irgendwelchen Kisten. Stark. Guten Damage gemacht. Bisschen Leben. Weiter. Läuft sehr gut. Läuft wirklich sehr gut. Aber, ja okay, 12 Minuten. Wir sind noch gut im Run drin, ne? Ist noch nicht so schlecht von der Zeit her. Da wäre natürlich jetzt wichtig, dass ich vielleicht nochmal einen Devil Deal jetzt kriege oder sowas. Obwohl, wenn ich noch einen Devil Deal... Puh, dann verliere ich noch mehr Herzen. Wäre halt auch nicht optimal. Area Pickups in the room. Homing Tears Karte brauche ich nicht. Habe ich eh schon Homing Tears.
Auch stark. Ich kann einfach meine Begleiter verdoppeln. Oh, Dad. Das wurde. Ja, nehmen wir mal mit. Kann ich mit der Karte mir so ein paar Knochenbegleiter spawnen? Am besten in irgendeinem Raum, wo viele, viele Gegner waren. Dann wird es am effektivsten. Goldraum haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber wir können ja rein theoretisch schon mal den Boss machen. Nice. Speedbelt auch okay. Was hätten wir denn hier? Nichts, was wir wollen. Das Doofe ist halt, wenn ich jetzt sage, okay, weißt du was, wir gehen in Angel Deals, dann verliere ich die Herzen und dann verliere ich die ganzen Schatten. Ist halt auch nicht optimal. Ich meine, sein Prinzip, wie er funktioniert, ist irgendwie cool. Aber ich weiß nicht. Okay, nehmen wir dich mit. Schade, kein guter Goldraum gewesen. Sehr schade. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Okay, wir haben nur 5 Minuten. Bestenfalls finden wir jetzt ganz schnell den Boss. Okay, ich will raus. Der falsche Weg. Okay, die beiden Räume können wir noch eben mitnehmen. Fuck! Das wäre halt mega gut gewesen, ne? Dann würde sich mein Damage die ganze Zeit erhöhen. Oh, das wäre so gut gewesen. Hätte ich Dead Eye mitgenommen. Komm schon, wo ist der letzte Wurm? Ja, alles klar. Komm schon. Ich habe keine Zeit zu verlieren.
Falscher Raum. Töte sie doch. Nice, nice, nice. So, dich wollen wir haben. Was haben wir denn hier so Schönes? Fuck! Okay. Das war ein bisschen Fail. Dass wir dann zu Dark Judas... Aha, ja klar, dann ist doch normal. Dann bist du halt Judas, ne? Fuck. Okay, wir probieren es noch einmal. Wir probieren es noch einmal. So, dieses Hin- und Her-Teleportieren ist mega stark. Und je mehr Schatten ich habe, das ist halt auch mega gut. Aber wenn ich dadurch kaum Leben habe, ist das halt kacke. Wow, Black Bean. Cool. Mega ungut. Toll, jetzt haben wir so einen Boss. Halt auch schrecklich, ja. Kriegen wir ein schreckliches Item von ihm. Cube of Meat, super. Kann man nichts mit anfangen. Jetzt meine ich, was sollen wir mit Cube of Meat? Ja, macht ja, wenn man in den Nahkampf geht, viel Schaden, der Cube. Aber sonst... Fuck, ey. Dabei war der letzte Run echt nicht schlecht. Mit den Homing-Tiers und allem. Boah, damit konnte man schon echt was anfangen.
Auch okay. Ich bin eigentlich ein Fan von diesen Knochen. Weg mit dir. Komm bloß nicht auf die Idee, mich jetzt noch zu hitten. Jetzt gehen wir mal in Angel Deals rein. Und... okay, nehmen wir mit. Wir gucken jetzt mal, wie es läuft, wenn wir nur Angel Deals nehmen. Und jetzt gar nicht darauf spielen, diese Schattenfähigkeit viel einzusetzen oder viele Schatten zu bekommen. Oh mein Gott, der... der Raum gerade war richtig mies. Was haben wir denn hier? Wer seid ihr denn? Lovers? Wichtig. Können wir vielleicht was mit anfangen mit dem Buch? Bin ich mir noch nicht sicher. Die Sache ist, wenn man Glück hat, kann man mit dem Buch wirklich mal einen Boss one-shotten. Weil da halt so viele Bomben rauskommen. Ice Cube. Ice Cube, eins der besten Trinkets. Friert einfach Gegner ein. Dann kommst du in den Raum und dann sind einfach ein paar Gegner einfach gefreezed. Mega strong. Jetzt bräuchte ich nur langsam mal irgendwas, um meinen Damage zu pushen. Ansonsten brauchen wir ewig für den Run. Weil das ist ein großer Nachteil bei ihm. Er hat keinen guten Damage. Geilo mussten wir mitnehmen. Da, und er freest die Gegner einfach. Der Ice Cube.
So, was haben wir hier? Der Megello wieder. Was haben wir da? Batterie-Items wären halt jetzt noch. Ne, dass ich Gello doppelt dann beschwöre oder dass ich Gello auflade, wenn ich Schaden mache oder so. Das wäre halt jetzt noch strong. Aber Gello zu haben ist schon mal sehr gut. Komm schon, hoffentlich kriege ich einen Damage ab nach dem Boss. Verdammte Carrying Queen. Okay, nice. Und wir bekommen Karten. Stars. Removes oldest item. Nice. Spawns Red Hearts. Okay, weiter geht's. Kleines Damage-Up haben wir ja zum Glück bekommen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Bagger, nee. Danke, will ich nicht unbedingt. Au. Boah, ich glaube, ich bin viel zu langsam für Boss Rush. Ich glaube, ich bin viel zu langsam für Boss Rush. Aber da kann ich im Prinzip auch nichts für. Ich kriege halt nicht so die Items, dass ich mich mega beeilen kann. Ich versuche es ja schon. Aber es klappt nicht. Und dann kommen solche Räume, ey. Fuck. Solche Sackgassen einfach. Goldraum hatten wir noch nicht. Ja, wir sind auch viel zu langsam.
Okay, kein Deal. Schade. Jetzt schauen wir mal eben. Ah, ich werde wahrscheinlich zu langsam sein. Judgment. Au. Dark. Bookworm auf jeden Fall nicht schlecht. Ab und zu mal zwei Tränen schießen. Ist auch eine Art DPS-Erhöhung. Oh, auch gut. Mehr Damage, wenn ich... wenn der Gegner nah an mir dran ist. Je weiter die Tränen fliegen, desto weniger Schaden mache ich. Ist natürlich nicht gut, aber... dann muss ich halt gucken, dass ich jetzt immer schön nah am Gegner dran bin. Dann können wir richtig viel Schaden austeilen. Gott, und dann kommt da ein Geist raus. Ist nicht euer Ernst. Ja, hätte ich eigentlich reingehen können in den Cursed Room da. Der Proktosis Gallo sieht so komisch aus. Ernsthaft. So, geh weg von mir. Ich habe keine Zeit für euch. Können wir mal eben schnell in den Shop. Wow. Ernsthaft. Und dann taucht hier Keeper auf. Nee, unschön. Los, komm her. Ihr müsst verstehen, ich habe keine Zeit. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Spätestens wenn ich Gallo gleich einsetze, dann wird's lustig. Jetzt müssen wir aber durchrushen. In der Hoffnung, dass wir doch noch rechtzeitig kommen.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Nice. Oh, Analogstick, okay. Gish. Empty Heart. Was macht das? Okay, let's go. Wir zerstören sie einfach mit den Schwertern. Ich hätte das Schwert nicht mitgenommen, wenn ich Gello nicht gehabt hätte. Weil mit Gello kann ich mit den Schwertern auf Distanz gehen. Ich kann einfach hier stehen und angreifen. Aber ich muss sagen, auch Tarnished Judas macht extrem guten Damage mit den Schwertern. Natürlich ist das auch irgendwie so ein Damage-Trade, man wird oft getroffen, aber egal. Ich weiß gar nicht, wie viele Gellos ich jetzt schon rausgehauen habe, ey. Wir müssen ja so einen Schaden jetzt austeilen. Gott. Was? Der war ja instant tot. Komm hier gegen Dark One. Okay. Er wurde, glaube ich, einmal vom Schwert gehittet und ist gestorben. Nice. Okay, wir haben 10 Minuten, um bis zu Hasch zu kommen. Ich glaube zwar nicht, dass ich so stark genug bin, um wirklich Hasch zu besiegen, aber ich will es einfach ausprobieren. Oh, Schlüssel brauche ich aber. Schlüssel bräuchte ich, wenn ich zu Hasch gehe. Gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir oben lang. Oh, nice. Was für eine Rune. Ewas. Ewas auch nicht schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Au. Okay, ich werde keinen Deal mehr kriegen, leider. Aber egal. Kriegen wir halt keinen Deal mehr, auch nicht schlimm. Okay, weiter geht's.
trägt in den großen Raum, wo nichts drin ist. Okay. Nein, das will ich nicht. Hier können wir mal eben kurz rein. Bringt mir aber auch nichts. Da können wir mal kurz reingucken. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier unten lang. Ja. Wäre jetzt schön, wenn ich nochmal ein paar rote Herzen unterwegs finde. Okay, komplett die falsche Richtung ausgewählt. Entering New Floor, egal, will ich nicht. Ich will kein anderes Trinket. Der Ice Cube, der ist schon sehr, sehr gut. Au. Okay, rein da. Angel Deal. Wir nehmen dich mit. Okay. Wir werden wahrscheinlich jetzt sterben, aber könnte lustig werden. Okay, what the fuck, ey. Broken Modem auch sehr stark. Ghost Pepper. Was bist du? Hangman? Fragezeichen. Was macht Hangman? Fragezeichen. Und ich heb's wieder auf. Alter. Ariel. Okay. Wir probieren es aus. Rein da. Oh mein Gott, machen wir ein Damage. Wieso aktiviert sich Ghost Pepper denn so oft? Oh mein Gott, ist das gut. Wieso ist das so gut? Jetzt mal ernsthaft. Wieso ist das so stark? Shit. Geil. Okay, gehen wir runter. Satan und Lamp. Aber jetzt mal ehrlich, ich habe nicht so viel Luck. Warum aktiviert sich Ghost Pepper so oft? Ich meine, ist gut für mich. Ja, es ist immer gut, wenn Ghost Pepper sich so oft aktiviert, aber ich verstehe es nicht. Weil das mit den Schlägen vielleicht so zählt, dass es einfach viele schnelle Tränen sind. Ich meine, Ghost Pepper aktiviert sich ja auch oft, wenn man beispielsweise Zäumilk hat und einfach viele Tränen abschießt. Und weil ich hier die ganze Zeit die Schläge am Spam bin, deshalb
Also ich kann es einfach nur empfehlen. Ghost Pepper und das Divine Sword. Mega gut. Au. Ich hatte hier irgendwo noch ein Herz, ne? Ja, Broken Modem, dass ich das bekommen habe, ist natürlich auch mega gut. Und stimmt, ich habe doch Proktosis. Ist halt in Kombination mit dem Schwert auch nochmal. Deshalb macht das Schwert anscheinend so viel Schaden. Weil kurze Range gleich Schaden. Und mit dem Schwert habe ich ja kurze Range. Gott. Okay, komm rein zu Satan. Lächerlich. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Okay, ich bin krass overpowered gerade. Hat, glaube ich, keinen Effekt so wirklich conjoined. Die Sensen würde ich eventuell noch, aber erstmal will ich gucken, ob ich noch ein paar Herzen kriege, so Soulheart-mäßig. Bevor ich mir da jetzt noch weitere Herzen klaue. Nein. Auf gar keinen Fall. Oh, Sinus Infection, auch nicht schlecht. Wenn es einen Effekt hat mit dem Schwert. Ja doch. Da, die Schwerter bleiben am Gegner kleben. Das wird wahrscheinlich Sinus Infection sein. Ah, Cursed Eye auch nicht. Oh mein Gott, wir sehen schon, dass wir stark sind, dass wir diesen dunklen Gegner so schnell killen. Weil sonst ist das eigentlich einer, der immer sehr tanky ist. Den man nicht ohne weiteres mal ebenso killen kann. Fünf Pillen würde ich nicht unbedingt essen. Okay, wir benutzen jetzt gleich mal Soul of Isaac vorne bei den Items. Vielleicht kommt ja irgendein Item raus, was sagt, yo, du zahlst zwar zwei rote Herzen, aber du kriegst auch zwei Black Hearts oder sowas oder keine Ahnung. Au. Ich meine ganz ehrlich, nach dem, was wir da gerade mit Hash gemacht haben, wird Lamp überhaupt gar kein Problem sein. Also glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich gleich Schwierigkeiten mit Lamp haben werde. Nice. Das will ich eventuell. Hat aber auch keinen Effekt. Okay. Schade. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn das einen Effekt gehabt hätte. Aber sieht ja nicht so aus, als würden da zwei Schwerter irgendwie. Okay. Dann gehen wir mal Lamp besuchen. Ja, geil. Perfekter kann es ja nicht laufen. Broken Halo. Und wir haben alles fertig mit ihm, außer Beast und Boss Rush. Ach, Boss Rush sage ich. Greedier Mode. Krass.
war ein starker Run. War wirklich ein starker Run. Divine Sword ist nicht immer scheiße. Nun gut, Leute, das war's auf jeden Fall für heute. Hat mich gefreut. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich mal, bye bye.